Wir sollten uns jetzt vielleicht diese Äpfel reinhauen. Und ihr seht, es gibt hier überall solche Bereiche, die kommt man noch nicht rein. Da kommt man aber später noch hin. Momentan denkt man bestimmt noch, boah, Alter, hier kommt man ja gar nirgendwo hin. Aber es ist nicht so. Hier kommt man überall hin. Alles hat eine Bedeutung. Au. Trotzdem sollte ich aufpassen, was ich mit meinem HP mache. Sobald ich darauf aufmerksam werde, dass wir eine Combo hatten und wir dadurch geheilt werden, sage ich natürlich sofort Bescheid. Was gibt's denn hier oben? Ach so, hier oben gibt's das zweite Stockwerk. Bumm. Und da sind wir. In the second Stockwerk. Und jetzt fängt die Party richtig an. Ihr seht, da hinten ist so einer mit so roten Stacheln auf dem Rücken. Und das sind diese, die drei spucken. Da seht ihr das? Da kommt schon so ein Dreierball angeflogen. Und die halten so viel aus. Das gibt's doch nicht. Da muss man so aufpassen, was man hier an sich ranzieht und was nicht. Für solche kleinen einzelnen Viecher sollte man nicht gerade irgendwie, wir ziehen zuerst mal einiges an uns ran. Sollte man vielleicht nicht gerade den Spell, den man ja hat, verschwenden. Was geht denn jetzt ab? Hallo? Leute? So, da ist komischerweise gerade irgendwie mein Bildschirm ausgegangen und ich habe keine Ahnung, warum. Warum geht denn einfach mein Bildschirm aus? Das wüsste ich auch gerne. Fragt ihn selbst. Oder lastet. Ach, Kacke hier, ne? Das ist ja jetzt doof gelaufen. Naja. Wir verzagen nicht, spielen einfach weiter. Wir haben jetzt ein Leben verloren. Das ist relativ schade. Guck mal, die haben uns sogar das Ding hier geöffnet. Okay, da unten sollten wir noch nicht hingehen. Da unten sind nämlich diese großen Würmchen, wie ihr ja gesehen habt, eventuell. Und die lassen immer neue von den kleinen Würmchen spawnen. Aber dafür sollte ich zuerst mal den Rest hier clearen. Denn wenn wir das nicht tun, könnte es doch relativ unangenehm werden. Ich brauche nämlich Platz, um alles hier zu clearen. Und da breche ich jetzt einfach durch. Da unten sieht er die Combo. Wir werden geheilt, wir werden geheilt, wir werden geheilt. Ja! 17er Combo, das ist doch mal was. Da oben kommen wir wieder nicht hin. Ich glaube, das ist erst die zweite Combo, die ich habe. Gut, und dann begeben wir uns jetzt eins nach unten und clearen zuerst die rechte Seite. So, jetzt versuche ich irgendwie die Combo zu bekommen, aber ich habe sie nicht bekommen. Das ist jetzt doof gelaufen. Aber auch nicht besonders schlimm. Wir haben ja noch diesen komischen Trank. Wenn wir den geschickt einsetzen, dann funktioniert das. Immer im richtigen Moment. Au. Jetzt verteilen wir Damage. Wir hauen Damage raus. Und sind wir wieder voll. Ich habe den Trank eingesetzt. Da sind wir auf 3 HP, glaube ich, gefallen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da habe ich einfach den Trank reingehauen. Und dann sind wir wieder hochgeheilt worden in die unendlichen Weiten des HP-Pools. Und schon ist hier unten alles geklärt. Ihr seht, eigentlich relativ einfach. Will ich da unten schon hin? Ich ziehe zuerst mal alles, was ich habe, ran. Und dann laufe ich erstmal nach oben. Was war denn hier nochmal los? Ach so, ja, diese Viecher, genau.
diese Stachelviecher. Die sind gar nicht in Ordnung. Die machen nämlich bombastischen Damage. Und brauchen noch lange, bis man sie getötet hat. Das möchte ich keinem wünschen, der dieses Spiel spielt, oft gegen die Viecher antreten zu müssen. Gut, wir haben Attack, Damage und Speed dazu gewonnen. Und wir halten unsere... Ich wollte gerade schon sagen, wir halten das Ding jetzt hier. Unser Combo, genau. Aber irgendwie, wenn sie mal unterbrochen ist, dann wird sie auch nicht mehr fortgesetzt. Auch wenn sie noch am Laufen ist, scheinbar. Ich glaube, wir sollten die zwei Apple hier holen. Na, noch einen am besten. Sind wir wenigstens mal auf 24 HP wieder gestiegen. Also dafür, dass dieser Ritter Nahkampf ist, gibt aber nicht viel her von den Lebenspunkten, muss ich jetzt einfach mal zugeben. Beziehungsweise es müsste noch sowas wie Rüstung geben. Dann wäre ich voll und ganz mit dem Spiel einverstanden. Oh, und da sind wir tot. Super, das heißt, wir haben nur noch ein Leben. Oje, oje. Ah, Rockkartoffel ist wieder voll gut drauf. So, dann gucke ich mal auf der Karte. Das heißt, hier unten lang. Dann sind wir nach oben gegangen, haben oben alles geklärt. Jetzt gehen wir zuerst mal nach unten, weil ich dort irgendwie die Hoffnung habe, dass da vielleicht ein Tränkchen rumliegt. Ich bin mir aber nicht sicher. Scheint aber nicht so. Es ist schade. Wie kommt man denn da unten rein? Hm. Da geht's zur Ambulanz. Zu der gehen wir jetzt auch mal. Ambulanz. Zack. Bumm. Wir nehmen das Geld mit und verschwinden. Hier ist so eine, wie nennt man das jetzt, Orange? Keine Ahnung. Die heilt auf jeden Fall mehr als Äpfel. Und hier können wir unseren Health Pool erweitern. Das haue ich auch direkt mal rein. Wir haben jetzt 120 HP und können somit ein bisschen länger überleben. Gut, bevor wir jetzt hier aber weitermachen, gehe ich nochmal ein Stockwerk weiter nach oben. Erneut. Und werde mich nochmal da oben begnügen. Mit den ganzen Käferchen, die da waren. Denn das lasse ich nicht weiterhin auf mir sitzen, dass die mich so total gebasht haben. Ach, hier ist doch schon. Au. Ja, ich sollte vielleicht öfter... Mir fällt gerade auf, ich sollte öfter mit dem Spell arbeiten, den wir da haben. Weil der ist gegen diese fetten Käfer dann doch relativ effektiv. Seht ihr? Wenn wir mal nicht treffen, einfach mal den Spell reinhauen. Aber eigentlich, wenn es mal gut geht, wenn man mal drin ist, ist es relativ einfach wieder. Ich muss auf rissige Stellen in der Wand achten und da war eine Bombe drin. Die Chance ist gering, dass da eine Bombe drin ist in der Wand, in so einem Kisten. Aber wenn diese Chance mal zutrifft, dann ist es nicht mehr so gut. So, wir tun jetzt alles langsam ranziehen. Und die Dinger machen Damage. Wenn er jetzt irgendwas hört, was die ganze Zeit klackt, das ist mein Gamepad. Das vergewaltige ich gerade ein bisschen. Das tut mir sehr leid. Oh, hier ist ja diese Wand. Da können wir ja jetzt rein. Zack. Machen wir doch direkt. Okay, wir ziehen zuerst alles, was wir haben, daher. Und dann kümmern wir uns am besten hier um die Mutter. Was wir auch geschafft haben. Und zwar nicht gerade schlecht. Das erinnert mich hier gerade irgendwie so ein bisschen an Binding of Isaac. Zack. Ich wüsste gerne, woran ich sehe, wann der Typ blockt oder nicht. Oder ob das wirklich total random ist. Eine Beschreibung zu dem Spiel gibt es ja jetzt auch nicht großartig. Auch großartig.
versuche die Combo zu kriegen. Ich will die Combo haben. Nee, ich glaube, das wird mit der Combo hier nichts. Da muss ich mich jetzt konzentrieren, wie kein Zweiter auf der Welt. Ach, ich hasse Nahkämpfer und ich weiß jetzt auch mittlerweile nochmal warum. Weil sie mega squishy sind. Oh, oh. Mach keine Dummheiten. Gut. Die ganzen Fledermäuse, die da jetzt links auf uns gewartet haben, die lassen wir jetzt mal noch. Können wir hier nichts kaputt machen? Nö. Gut. 1, 2, 3, 4. Und dann wieder weg. Und dann immer schön bei den dicken Käfern darauf achten, dass die einen nicht zu oft treffen. Bei den kleinen Fledermäusen ist es immer am einfachsten, diese Combo zu haben. Was bringt es jetzt? Red Spikes deactivated. Okay, das wäre also, es wären also rechts diese Spikes. Und hier sind wieder die drei Spucker. Dafür, dass die Dinger drei spucken, geben sie aber nicht viel Geld her. Geronimo! Geronimo! Oh, oh, ich glaube, das ist jetzt unser Tod. Ich glaube, das ist unser Tod. Ich glaube, das ist unser Tod. Ich glaube, das ist unser Tod. Maybe, maybe not. Wenn wir jetzt gekonnt ausweichen. Puh. Gott sei Dank. So, jetzt ist hier so ein kleines Rätsel. Wir müssen jetzt am besten da lang. Dann am besten... Gibt es ja noch eine andere Kombination, die besser wäre eventuell? Nee, nur das hier in der Mitte. Ach, guck mal jetzt. Zack. Da haben wir schon mal einen goldenen Schlüssel. Können wir hier hochgehen. Hier oben kommen noch ein paar Fledermäuschen. Und da sind solche roten Augen, die uns genau in eine Schatzkammer führen. Die roten Augen waren, eben wie ich das gesagt habe, nicht da. Die wären aber spätestens nach 2 Sekunden gekommen. Und sind sie da? Ja, seht ihr? Da waren sie. Nein. Das lassen wir schön so und looten hier noch alles. Regelkonform. Mit Leib und Seele. Nehmen die natürlich auch noch mit. Ich weiß noch nicht, für was diese Kristalle gut sein sollen. Die sehen ja aus wie Diamanten. Aber ich habe am besten Willen keinen blassen Schimmer, für was die gut sind. Gut, Mana haben wir ja voll. Jetzt können wir hier rüber. Oh je, direkt gegen 2 von denen. Hat aber gut funktioniert. Und wie schnell die Combo vorbei ist, ne? Da hat man noch nicht mal... Ich glaube, nach einer Sekunde ist die Combo auch schon wieder im Anus. Ich glaube, so ist das. Gut, das ist ja jetzt relativ einfach gewesen. Hier seht ihr, hier ist so ein Riss. Da schlägt man da ein paar Mal gegen. Und da wird dieser Raum immer weiter aufgedeckt. Und dann sammelt man hier schnell das Geld ein. Oh, nee, das sollte ich vielleicht nicht liegen lassen. So sammle ich schnell das Geld ein. Und dann... Ja, da seht ihr, ist wieder eine Bombe drin. Die hätte gut Damage gemacht. Wären wir da drin stehen geblieben. Und dann drücken wir hier mal drauf und gucken, was passiert. Wir bekommen ein Leben dazu und einen goldenen Trank. Das ist doch mal was. Jetzt können wir noch mal 2-mal sterben. Eigentlich 3-mal. Beim 3. Mal ist es dann halt vorbei. Finde ich relativ interessant. Da ist ein goldener Schlüssel, den will ich haben. Das Spiel ist so gut.
So, geht's hier noch nach unten? Tatsächlich, hier geht's noch nach unten, aber da gehe ich jetzt gleich hin. Zuerst schnapp ich mir jetzt den goldenen Schlüssel. Und da unten den Speicherpunkt. Denn falls ich wieder sterbe, weil mein Bildschirm ausgeht, kann ich da wiederbeleben.